Moin Sven. Moin, hi. Schön, dass du es heute schaffst mit dem Interview. Sehr gern. Das haben wir ja schon seit Wochen geplant. Und endlich ist es soweit, kurz bevor wir beide in Urlaub fahren. Jetzt sind wir dick geworden. Das wäre total schön, wenn du dich kurz vorstellen könntest, wer du bist, was du im Verein machst. Und dann wollen wir ein paar Fragen an dich stellen, wie du so die Zukunft des Vereins siehst, den Jugendfußball. Aber da kommen wir gleich zu. Deine Bühne. Also, Vorname hat es ja schon gesagt, Sven Knob, bin 51 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und bin tatsächlich seit mittlerweile 4 bis 5 Jahren schon Trainer der jetzigen der U11, 2012er Jahrgang und vom Beruf her Soldat. Alles Weitere kann jeder gerne erfragen, wenn er mich auf dem Fußballplatz hier spielen sieht. Und du bist oft auf dem Fußballplatz, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Sag mal Sven, wie siehst du deine Aufgabe als Jugendleiter und was hast du dir für Ziele fürs nächste Jahr gesetzt? Was möchtest du gerne im Jugendbereich verändern? Also als Jugendleiter sehe ich mich so ein bisschen als das Bindeglied zwischen Trainer und dem Verein an sich. Und die Trainer sind für mich so das Wichtigste, weil sie sind diejenigen, die die Kinder zum Verein holen, die den Spaß am Sport vermitteln und die letztendlich, und das ist unser aller Ziel, nachher die Kinder zu den Erwachsenen bringen, um die erste, zweite Herren zu stützen. Also da ist für mich so, ich möchte mich als Trainervertreter so ein bisschen in den Vorstand bringen, die Wünsche der Trainer versuchen umzusetzen, gleichzeitig natürlich als Werber, als Werbeplattform dienen, um die Kinder zum Sport hinzubringen, gleichzeitig aber auch den Verein Eintracht Munster wieder auf die Landkarte des Kinderfußballs zu bringen, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, also vor ein paar Jahren war es noch so, da haben wir ein paar Turniere hier, auch Kinderturniere sogar gehabt. Wir hatten Real Madrid als Fußballschule hier und das ist alles so ein bisschen gefühlt, also aus meiner Sicht so ein gefühlt ein bisschen eingeschlafen und das möchte ich halt gerne wieder herholen. Da hast du ja eine ganze Menge vorgenommen. Ja, kleine Ziele stecken kann sich jeder. Du hast ja auch schon angefangen, Dinge zu verändern, vielleicht auch nicht ganz allein, da sind ja auch mal mehrere Personen natürlich dabei, aber ihr habt ja auch neue Trainer für die Jugendmannschaften gewinnen können. Ja. Dabei wäre jetzt meine Frage an dich, welche Jahrgänge, welche Kinder sind denn noch gefragt? Wir haben ja auch Mannschaften, die voll sind, wo es kaum noch Aufnahmemöglichkeiten leider gibt, aber welche Kinder suchen wir aktuell oder welche Mannschaftsjahrgänge sind neu dazugekommen? Also fange ich erstmal damit an, was wir tatsächlich geschafft haben. Und das war ich definitiv nicht alleine. Wir haben also den Trainer für den 2013er Jahrgang gewinnen können. Die fangen am 6. September wieder an zu trainieren auf dem Osterberg. Genaue Uhrzeiten findet man dann im Internet, sage ich jetzt mal. Dann haben wir die 2015er auch gewinnen können. 2015, die fangen so mit 2016 dann zusammen an. Die fangen am 26.08. auch auf dem Osterberg an zu trainieren. Und dann für die ganz Kleinen, wie mein Sohn, der 2018er Jahrgang. Der da hinten übrigens kickt. Der da hinten kickt da gerade. Die fangen am 9. September hier auf der Breloer Sportanlage an zu trainieren. Was wir brauchen und dann mein Appell an alle Eltern, Väter, Mütter, sonstige Sportinteressierte, die sich berufen fühlen, hier als Trainer und viel Spaß mit Kindern zu haben, ist tatsächlich der Jahrgang 2010 und der Jahrgang 2007 und Jahrgang 2006. Also das sind schon die schon in Richtung, wir bereiten sie langsam vor auf den Erwachsenenfußball. Ja. Also die brauchen wir dringend und jeder, der sich da beteiligen möchte, kann mich gerne anrufen, mir eine Mail schreiben, auf dem Internet sind, wenn nicht jetzt, dann zeitnah meine Daten zu erfahren. Herrenfußball ist ein gutes Stichwort. Ich bin jetzt auch relativ lange schon im Verein und ich finde es grandios, die zweite Mannschaft ist aufgestiegen, die erste Mannschaft ist aufgestiegen. Was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist aktuell der Unterbau. Gefühlt seit 5 bis 10 Jahren verlieren wir immer wieder Kinder im pubertären Alter und schaffen es nicht, die Mannschaften in den Herrenbereich zu bringen. Wie hast du eine Idee, wie wir im Prinzip in dieser pubertären Phase die Kids motivieren können, beim Fußball zu bleiben, damit wir mittelfristig oder auch langfristig
einen Unterbau für die Herrenmannschaften bekommen? Also tatsächlich war das ein großes Thema in meiner Trainerfortbildung in Basinghausen. Wie geht man mit, sag ich mal, von D-Jugend, C-Jugend und so weiter, wie geht man damit um? Gerade im Zeitalter von Nintendo Switch, PlayStation und so weiter und so fort. Das ist natürlich, was wir brauchen, und es ist relativ schwierig, tatsächlich motivierte Trainer zu kriegen. Grundsätzlich einen motivierten Unterbau im Verein, der bereit ist, nicht nur die 2x1,5 Stunden die Woche, sondern auch ein bisschen über das Fußball hinaus. Ich meine, wir haben es schon ein paar Mal gemacht. Wir haben Trainingslager angeboten, wir haben das DFB-Mobile hergeholt, wir haben das DFB-Fußballabzeichen gemacht. Wir hatten es letztes Jahr schon einmal geplant, gegebenenfalls nach Dänemark auf so ein großes Fußballturnier zu fahren. Und das, denke ich mal, ist einer der großen Punkte, dass ich durch motiviertes Personal, da muss man sich natürlich nebenbei die Frage stellen, wie kriege ich das Personal, entweder was ich habe, motivierter, oder kriege ich von Haus aus motiviertes Personal ran. Das ist auch ein Thema für sich, das sprengt den Rahmen hier jetzt garantiert. Aber genau das sind so Punkte, die Kinder nicht nur hier 1,5 Stunden beschäftigen mit einem 0815 Training, sondern jeder Trainer für sich sollte den Ansporn an sich haben, ein guter Trainer sein zu wollen, ein flexibler Trainer, der jede Trainingseinheit anders, immer wieder mit Spaß am Sport, Spaß am Spiel, und darüber kriegen wir Kinder zum Sport, aber vor allen Dingen, und das ist halt das Wichtige, wir kriegen Kinder dazu, beim Sport zu bleiben. Und wie gesagt, momentan das Riesenproblem, ich hatte gerade mal angesprochen, die 2006er, 2007er Jahrgang, wir haben ein Riesenloch zwischen dem, was wir aktuell haben, und dann dem Herrenbereich. Das ist halt ein großer, da weiß ich tatsächlich momentan noch nicht, aber da sind wir dran, gucken, wie kriegen wir die Verbindung zu den Herrentrainern, zum Herrenbereich hin. Tatsächlich sind meine Fragen gar nicht so optimal, wie ich sie mir aufgeschrieben habe. Ich ziehe jetzt mal eine Frage vor. Und zwar ist es so, die nächste oder die übernächste Frage wäre, sind denn mittelfristig, jetzt nicht ganz kurzfristig, Gespräche mit den Herrentrainern geplant, wie man auch vielleicht junge Leute heranführen kann? Aktuell ist das Problem, es gibt ja kaum junge Leute, aber damit man da auch gemeinsam vielleicht ein Konzept entwickelt. Ich sag mal, hast du schon mal mit Matze ein Gespräch geführt oder mit Roy? Aber wahrscheinlich, da bist du auch zu kurz im Amt gerade. Da bin ich tatsächlich noch nicht zu gekommen, aber aus meiner Sicht ist es zwingend notwendig. Du hast es angesprochen, Konzept. Und da hatte ich mir so, also in meinem Kopf schwebt so eine Eintracht-Munzer-Spielidee. Schwebt mir so vor. Ich meine, die kennt man von großen Vereinen, da wird im Kinderbereich schon beigebracht, wie will ich später spielen. Also es geht jetzt nicht darum, spiele ich jetzt 4-3-3, spiele ich 4-4-2 und so weiter und so fort, sondern will ich grundsätzlich einen offensiven Fußball? Will ich lange Ball halten? Will ich schnelle Ballstaffetten, so One-Touch-Football, sage ich jetzt mal, Tiki-Taka oder sonst irgendwas? Will ich das spielen? Und wenn ich so eine Idee in dem Verein verwurzeln kann, dann kann ich als Jugendtrainer tatsächlich schon angefangen, ich sag mal, ab der E-Jugend anfangen, so in diese Richtung zu trainieren, sodass der Übergang zu den Herren nachher nicht mehr so kompliziert wird, weil ich mich an einem komplett anderes System aufhängen muss. Aber dazu muss es halt so ein System geben, und aktuell denke ich, ist es sinnig, dass die Erwachsenen, die halt schon als Mannschaft zusammengewachsen sind, auch wenn es ein neuer Verein ist, die haben eine Spielidee. Und jetzt kann ich die Kleinen dazu bringen, diese Spielidee sich auch als Eintracht Munzer Blut sozusagen einzuimpfen. Die Idee finde ich prima und ist nach wie vor eine super Überleitung. Einimpfen, trainieren. Du bist ja nicht nur Jugendleiter, sondern du bist ja auch Trainer. Ich glaube, das hattest du ja, am Anfang gesagt. Du trainierst ja Jahrgang 2012, die U11. Ich finde, wir sind da jeden Montag und Freitag zusammen auf dem Sportplatz. Man sieht da eine Entwicklung. Hast du Ziele für dieses Jahr für dein Team? Oder sagst du, die Freude steht erstmal weiterhin im Vordergrund? Oder sagst du, okay, wir wollen vielleicht mal oben mitspielen? Oder sind die Basics aktuell noch das, was du sagst, was wichtig ist? Also grundsätzlich ist tatsächlich einer der wichtigen Punkte, dass die Kinder Spaß am Spiel behalten. Allerdings, und wir hatten ja schon mal in einem Vier-Augen-Gespräch darüber gesprochen, aber natürlich in der Gruppe von den vier Trainern, die wir ja zusammen sind, mit Sebastian und Ronny noch dabei, haben wir schon
denke ich, so ein Plan, was machen wir, wenn die Kinder irgendwann mal älter werden. Und man kann sich mit U11, Jahrgang 2012, ich komme da auch immer durcheinander, denke ich mal, nicht kurzfristige, sondern wir müssen sie weiterentwickeln. Dazu ist auch das Leistungsband in der Mannschaft noch zu groß. Da sind von Anfängern bis hin zu wirklich Stützpunktspielern ist da ja alles dabei. Aber ich denke, das Ziel, was wir uns mal gesteckt hatten, dass wir mit der Mannschaft dann als U13 tatsächlich versuchen, in den Bezirk aufzusteigen. Und da ist es gerade wichtig, alle tatsächlich knapp 30 Kinder, die wir momentan in der Mannschaft haben, weiterzuentwickeln, aber auch gleichzeitig den Spaß am Kicken für die Kinder beibehalten, damit wir auch tatsächlich alle mitnehmen, wenn sie dann irgendwann mal U13 sind. Aber schon dann irgendwann ein bisschen mehr Richtung Leistung, so nicht nur Richtung Spaß kicken. Wir treffen uns einfach zum Umeinanderbolzen. Also ich bin tatsächlich auch selbst sehr gespannt mit diesem Ziel, dass wir uns ja gemeinsam auch gesteckt haben, in die Bezirksliga zu gehen, ob das erreichbar ist, wie sich die nächsten zwei Jahre so entwickeln. Ja. Aber ich denke, das ist ein schönes Ziel und da werden wir darauf hinarbeiten. Ja, erfolgreiche Herrensaison, habe ich gerade schon darüber gesprochen. Ja. Was glaubst du denn jetzt? Ich glaube, die Bezirksliga ist eine ganz andere Nummer. Die erste Herren konnte schon, ich sag mal, in der Qualifikation zum Bezirkspokal, ich sag mal, ein Zeichen setzen, hat das erste Spiel vielleicht für den einen oder anderen überraschend und ich finde auch souverän gewonnen. Was glaubst du in der Bezirksliga? Wo können wir mit dem Kader landen? Ich glaube, wir sind beide jetzt nicht, ich sage das jetzt einfach mal so, die absoluten Bezirksliga-Profis kennen die anderen Mannschaften. Was denkst du, was ist drin für die erste und zweite Mannschaft? Also ich denke, also ich bin da deiner Meinung, es wird echt spannend werden. Grundsätzlich heißt es ja immer, wenn man aufsteigt, es kann nur das erste Ziel sein, der Klassenerhalt, sage ich jetzt mal. Dadurch, dass aber der Verein Eintracht Munster aus so vielen Mannschaften zusammengewürfelt wurde und neu gebildet und deswegen ganz unten anfangen musste, ist natürlich jetzt so die Frage, wie gut ist die Mannschaft wirklich? Also das wird sich am Anfang der Bezirksliga, denke ich mal, zeigen. Wenn sie relativ gesichert, das wünsche ich der Mannschaft, relativ gesichert die Klasse halten. Und das Zweite, was glaube ich, also die paar Male, die ich die erste Herren hier gesehen habe, wäre es super für die Mannschaft, wenn sie auch den Großteil, wenn nicht alle des Kaders einfach zusammenhalten können und keine an irgendwie andere Mannschaften aus der Liga verlieren würden, sondern den Kader und dann verstärkt auch aus der zweiten Herren vielleicht sich noch zwei, drei zur Unterstützung mit hochholen können. Wie gesagt, ich bin da nicht so tief drin in der Klasse der ersten und zweiten Herren, dass ich da jetzt irgendwelche Tipps und Tricks... Gesichertes Mittelfeld. Okay. Na, diplomatisch. Also Roy, du weißt schon, alles unter der Meisterschaft, da bin ich enttäuscht mit der zweiten Mannschaft. Aber ich glaube, das letzte Wochenende hat dann doch die eine oder andere Schwäche aufgezeigt. Aber das ist ein anderes Thema. noch zwei letzte Fragen. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben. Wir trainieren nicht nur, wir geben nicht nur Interviews, wir spielen auch noch selber Fußball. Solange der Körper hergibt. Solange der Körper das noch mitmacht. Inzwischen nicht mehr in einer Mannschaft seit der neuen Saison, was sehr schade ist. Ja. Wir haben ja ein drittes Altliga-Team aufgemacht. Und was ist dein Tipp? Das erste Derby, wir gegeneinander, Altliga-Team 2 gegen Altliga-Team 3. Ich glaube, wir werden unterschiedliche Tipps haben. Also natürlich werden wir gewinnen, ganz klar. Also aber ich finde es tatsächlich echt spannend, weil vorher waren ja immer so 9er und 7er, war ja immer so dieser kleine Kampf der Giganten, in Anführungsstrichen. Wobei die Ansprüche an die einzelnen Mannschaften immer deutlich unterschiedlich waren. Die 9er, die immer für sich so den Anspruch hatte, wir wollen um die Meisterschaft mitspielen. Die 7er war dann eher so in Richtung... Ja, wir sind eigentlich ganz gut, aber letztendlich war es dann doch, wir wollen nicht Letzter werden. Und bei der dritten bin ich jetzt tatsächlich echt mal gespannt. Da sind viele, viele alte Hasen dabei, mit denen ich zusammen noch in der Altherren Traunöl gespielt habe, mit denen ich auch gerne zusammengespielt hätte. Aber jetzt ist es erstmal so geschüttelt, her, wie es Matteo, geschüttelt ist. Komm rein ins Bild. Papa, kannst du Papa rauf? Kannst Mama winken? Also ich freue mich auf jedes Spiel. Lokalderbys und es wird ja jetzt eine Menge geben, auf jedes Spiel als Spieler, aber auch als Zuschauer, weil einfach bei jedem Spiel grundsätzlich die Stimmung einfach gigantisch war. Da ist es einfach nicht zu toppen. Okay, also wir schlagen euch 4-1. Oha, das lehnt ihr euch weit aus dem Fenster, ey. Da bin ich mal gespannt. Und was hast du?
Ich sage, wir gewinnen 3-2. Wer soll denn bei euch die Tore schießen? Flo, wenn er dann kommt. Oder Alex. Das stimmt. Ja, letzte Frage. Wir sind beide HSV-Fans. Ja, ist wie es ist, ne? Soll ich fragen, steigt der HSV auf oder auf welchem Platz landet er am Ende der Saison? Also letztes Jahr war ich ja zwei zwiegespalten. Mein Herz sagt, komm, lass uns aufstehen. Mein Kopf sagt, hey, mit dem Kader lass uns lieber in der zweiten Liga bleiben. Für die kommende Saison wünsche ich mir tatsächlich, dass wir ähnlich attraktiven, ansehnlichen Fußball spielen, weil es hat immer Spaß gemacht, dem HSV zuzugucken, außer vielleicht 3-4 Spiele. Aber der Rest war super. Dieses Jahr hoffe ich tatsächlich einer der ersten beiden Plätze. Alles schlage ich ein. Alles andere wäre enttäuschend. Alles andere wäre enttäuschend, jawohl. Sven, vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt, ob wir bei Facebook Leute mit dem Interview erreichen, ob das angenommen wird. Das ist ein Versuch. Wir werden sehen. Und genau, wer jetzt noch dran ist nach den ungefähr 10 Minuten, kommt Sonntag unbedingt zur ersten Herren, guckt euch die Bezirksliga an und feiert und feuert unser Team an. Jawohl. Vielen Dank. Kann ich nur unterstützen und alle, die Trainer werden wollen, meldet euch bei mir. Yay, geschafft. Yeah. Ich finde, war locker. Ja, war okay. Ich hätte es mir schwerer vorgestellt, aber es war...